So, weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit der Kurvenlegende der schönen Aussicht. Kein Schaltgeld, aber eine Belohnung von 3000 und das wollen wir uns natürlich sichern. Mit unserem Lamborghini Countach mit Conny, so heißt unser Auto. Mit den neuen Felgen, da sind sie drauf, ja. Hey, alles klar? Ja, alles gut. Super, was gibt's? Kannst du einen Kumpel von mir mitnehmen? Er hat Ärger und braucht einen schnellen Wagen. Okay, ich fahr jetzt hin. Alles klar. Wir kriegen ein neues Versteck dadurch, wenn wir das jetzt machen. Wir haben dafür 10 Minuten Zeit. Und was ist mit Rydell? Mit Rydell? Nimm den Filter raus. Ich hab die ganze Nacht gearbeitet, während er den Spins beim Verlieren zugeschaut hat. War das nicht freiwillig? Ist egal. Nimm's nicht persönlich. Er weiß dich zu schätzen. Und das weißt du. Du bist also auf seiner Seite. Yes. Es geht hier nicht um Seiten. Rydell macht Dinge halt auf seine Weise. Yes? Yes. Shit. Warum nicht Jazz? So, wir sollen... Warte mal, kann ich auf die Karte gucken? Kann ich den jetzt irgendwie mitnehmen oder was auch immer? Wo ist denn der? Ach, da oben. Den nehmen wir mit, den Kollegen hier. Wo ist er denn? Der steht hier rechts irgendwo. Ja, ja, halt die Klappe jetzt. Da ist er doch. Die Hammer-Time! Bring den Racer zum Versteck! Vermeide du kommst, bring den Racer zum Versteck, okay? Rüdiger, bring mich nach Hause. Na los. Ha, Rüdiger, wer? Kein Vorspiel? Ist das ein Date? Ich brauche nur eine Fahrt. Oder hast du ein Problem? Schon gut, Kumpel. Ich mache es. Ha, Smalltalk ist wohl nicht so deins, oder? Konzentriere dich lieber aufs Fahren. Kein Problem. Ich muss die Stille nicht mit Reden füllen. Ich doch nicht. Macht mir nichts aus. Still hinter dem Steuer zu sitzen. Die Frage ist, wie viel weit ist denn das? Ich kann dich immer. Bis jetzt geht. Warte, ich bleib mal stehen kurz. Wir haben ein bisschen Zeit. Wenn der sich unbedingt auf uns. Bist du gar nicht. Wow, was für ein Kompliment. Kannst du mich bewerten? Scheiße. Würde mir wirklich helfen. Bettelst du jeder um? Verdammt. Und ich dachte, wir würden klarkommen. Bring mich einfach nur ins Ziel. Die Cops wollten wohl unbedingt mit dir reden. Es ist überall das Gleiche. Sie bilden sich eine Meinung über dich und dann jagen sie dich. Ein bisschen Glück gehabt gerade, dass der uns jetzt nur beobachtet hat und nicht direkt angehalten ist. Nicht schuldig? So dann... Bin ich nicht unschuldig? Nein. Okay. Ich muss immer ein bisschen aufpassen wegen den Cops, dass sie nicht mit uns entdecken. Wir sollen ja keine Cops anlocken. So ist richtig. So, warte, wer ist das jetzt noch? Ein bisschen noch, okay. Aber nicht weit. Aber nicht weit. Warte mal, kann ich nicht irgendwas? Ich will gerade mal ganz kurz was umstellen. Fahren, Geometrie-Typ, nee, das war nicht das Gedanke dahinter. Grafik, Steuerung, Spiel. Tacho, ja, aber ich will eigentlich was anderes einstellen. Geometrie-Typ, Automatik, Spiel. Weil ich will die Dings umstellen. Kartenschutz, Grafik. Kamerakorrektur. Audio. Der Audio ist es wahrscheinlich nicht. Grafikfahrt, Steuerung, Spiel. Ja. Weil ich will eigentlich gerne, dass... das System und umstellen. Ich wollte nicht von mph auf Kilometer pro Stunde und von Yards auf Kilometer oder was so umstellen. War gar nicht mal schlecht. Vielleicht können wir Freunde werden.
Versteck freigeschaltet. In meinem Versteck immer willkommen. Danke, Rudi. Wir zwei hatten einen echten Durchbruch. Nenn mich nicht so. Benutz meinen Straßennamen. Und zwar... Der Nagel. Bin ich dann etwa... der Hammer? Ich hätte dich nicht anrufen sollen, oder? Ach, das ist der Typ mit dem Benz. Rüdiger. Hey, Rydell. Yo, Kiddos. Ja, ist bei dir? Bin allein unterwegs. Was gibt's? Ich wollte nur sagen, dass der Kunde sehr zufrieden war mit dem Auto. Gut gemacht. Wo bist du? Im Supermarkt. Hatte überlegt, hinten bei mir eins von den Bruststücken zu grillen. Ich mache auch die Spezialmarinade von meinem Dad, die ihr so mögt. So zur Feier des Tages. Oh, bin dabei. Okay, sag Jess Bescheid, wenn du mit ihr sprichst. Klaro. So, aber wir fahren jetzt erstmal. Rydell hat angerufen. Er will was grillen und macht dazu die Spezialmarinade seines Vaters. Bist du dabei? Bin beschäftigt. Komm schon, Jess. Die Kunden mochten die Autos. Und? Er freut sich und will das feiern. Mit uns. Warum ruft er dann nicht mich an? Ich hab die Arbeit gemacht und er will mich mit einem Steak beschwichtigen? Vergiss es. Sprecht euch aus. Du wirst sehen, dass er... Ich habe einen Anruf. Bis später. So, wir müssen jetzt mal zum Treffpunkt. Das wollte ich nämlich als nächstes machen. Was war das? Rivalen. Achso, das sind die... Das ist der Typ, den wir eben da hingefahren haben, mit dem Benz. Ich sag ja. Deutscheiser. Also ja gut, Rüdiger, klar. Patrikanisch, Tschatscha. Wow, Australien. Cool, dass wie gesagt, der Rüdiger ist deutsch. Der einzige Deutsche. Also, neben uns natürlich. Gut, gehen wir mal rein ins Rennen und holen uns die Kohle. Let's rock das Ding, oder? Das hören Sie, komm. Da ist er, der gute Rüdiger. Ne, ist nicht Rüdiger vor uns, das ist Chacha. Wenn wir uns das Auto mal angeguckt haben. Ich weiß gar nicht, was der fährt für eine Karre. Rüdiger ist hier vorne, der vierte. Der Benz, der gerade überholt hat. Weiß er doch. So, wir müssen gerade mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen reinkommen oder. Oh, der geht mich auf den Kopf. Bist du slick? Wette besser niemals gegen mich. Bleib in den Verfolgung auf. Das hat wehgetan. Nimm das. Oh, Alter. Ich komme aber gerade nicht weg von den hinteren Plätzen. Jetzt bin ich ein bisschen weh. Jetzt bin ich Dritter. Vierter. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufholen da vorne, weil der Führende ist schon... Hallo? Das ist schon ein ordentliches Stück weg da vorne. Alter, wo kommst du denn her? Ja, hallo, die zieht aber gerade ein bisschen weg. Das ist nicht gut. Und die da vorne wegzieht. Keine Chance, hinterher zu kommen. Weißt du überhaupt, wie man Auto fährt? Sie ist jetzt durch. Fuck. Das hast du richtig gesehen. So,
Ja, wird. Aber jetzt müssen wir jetzt noch von allen überholt. Ja, und den habe ich zumindest noch kassiert. Aber zwei Autos habe ich noch überholt. Bin ich Vierter geworden. Fünfter! Der habe ich auch noch überholt, der Affe. Der habe ich auch noch überholt, der Sack. Scheiße, wegen dem Dreckstaxi soll ich Zweiter geworden. Ich bin nämlich überholt worden noch. Wir müssen noch mal ran. Wir müssen noch mal ran. Ade. Gut, alles Gute steckt da vorne. Ja, hallo fette Corvette, ne? Es ist halt nicht ohne die Karre, glaube ich. Geh mal weg. Oh, Alter. So, dann haben wir die schon mal überholt. Jetzt sind wir nämlich wieder. Jetzt sind wir da, wo ich mich am liebsten sehe, nämlich ganz vorne. Hast du mich vorbeigelassen? Nö, ich nicht. Klar, hallo, hängt da natürlich dran an uns. Wow! Dieses Dreh! Dieser Scheißkopf, ernsthaft! Dieser Dreckskopf hat mir das ganz versaut! Die habe ich gewonnen, habe ich gewinnen lassen? Den hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber da hat sie wahrscheinlich selber einen Fehler eingebaut. Weil das war auf dem letzten Stück. Also wie gesagt, der Kopf, der hat mir fast das Rennen jetzt komplett gekostet. Das wäre jetzt in dem Gelände gewesen, weil eigentlich war ich raus aus der Nummer. Wow. Da habe ich jetzt zugegeben, was das Ding hätte ich nicht erwartet. $3000. Nein! Ach man, dreh dich doch nicht weg! Unterwegs Richtung Rose Hill Drive. Dieser Park ist hier wieder aufgekreuzt. Oh oh. Die Zielperson verlässt die Straße, Leute. Subjekt flieht Richtung Yams Park. Findet das Ziel um jeden Preis. Zielfahrzeug entkommen. Ab. Jawohl.
Bürgermeisterin Stevenson. Sie sind jetzt eine ganze Weile im Amt. Was sind Ihre Pläne für Lakeshore? Finde ich aber gut, wenn wir jetzt wieder zurück müssen. Müssen wir die Männer in Blau unterstützen, wenn sie uns vor all jenen schützen sollen, die Lakeshore zu ihrem persönlichen Spielplatz machen? Graffiti, Straßenrennen, diese illegalen Aktivitäten zerreißen unsere einst großartige Stadt wie ein nasses Taschentuch. Wenn ihr euch ein sauberes, sicheres Lakeshore wünscht, unterstützt meine Ziele. Genau das, was wir brauchen. Mehr Cops, die Street Racer hassen. So. Dann nehmen wir uns das Geld mal mit, ne? Aber wie gesagt, damit müssen wir nicht wirklich im zweiten. Müssen wir auch erst, dann können wir erst auch im zweiten Versuch die Rennen gewinnen. Aber das ist okay, alles ist gut. Solange es nicht irgendwie frustrierend wird, ist es halt immer in Ordnung. 4.350, bisschen Geld haben wir mitgenommen. Hey, schau dir das Tuning-Kit an. Ich würde mir den Look definitiv besorgen. Ja, schön. Ich hätte gerne. Wir haben jetzt 14.000. Habe ich für einen Kunden bestellt, aber er kam nie vorbei. Also verstaubt es nur. Also kann ich's haben? Klar, gegen Kohle. Ach, danke, Boss. Damit wird der Wagen am Samstag verdammt gut aussehen. Wir nehmen auf jeden Fall. Hey, weißt du noch, dass dieses hochkarätige Rennen ansteht? Unser Wagen. Ja, wir werden das holen. Auf jeden Fall. Das dauert aber nur einen kleinen Moment. Hey, wir müssen noch mal ein Rennen fahren. Ich bleib hier sicher nicht wieder die ganze Nacht. Ich warte jetzt erstmal noch, bis die mit dem Links. Vorgeschlagen, dass wir heute was unternehmen. Oh, okay. Seid vorsichtig da draußen, ja? Ja. Morgen früh kommen neue Autos. Sicher doch, Boss. So, wir haben hier noch ein Event. Wow. Hab gehört, dass heute Nacht einige krasse Rennen stattfinden. Hier gehen wir nochmal. Gut, das machen wir dann als nächstes. Wir fahren als nächstes das Straßenrennen Geld wie Heu. Und da freue ich mich, wenn ihr mit einschalten würdet. Ich nehme bei Let's Play Need for Speed Unbound.